Die KSZE ist das Ergebnis der Konferenz von Helsinki. Und Helsinki war das Ergebnis einer Fehlkalkulation fast aller derer, die daran beteiligt waren. Nämlich, also wenn diese Deutschen, nämlich die Bundesregierung damals in Bonn, einverstanden damit ist, dass alle Grenzen in Europa gleichgültig wann, wer, wo, wie sie gezogen worden sind, nur in gegenseitigem Einvernehmen geändert werden können, dann sind wir die deutschen Querelen los. Denn das konnte sich niemand vorstellen, dass man mal die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR in friedlichem Einvernehmen verändern oder gar aufheben könnte. Nur diese Bundesregierung war der Auffassung, dass das der Beginn eines Prozesses sein würde, an dessen Ende vielleicht, hoffentlich, die deutsche Einheit stehen würde. Das war die Fehlkalkulation. Und wir haben dann erlebt, dass dieses Konstrukt KSZE eine ganz unterschiedliche Geschichte hatte. Die war nämlich zeitweilig bei den Russen beliebt und bei den Amerikanern nicht, und dann kehrte sich das auch um. Und herausgekommen ist dann, dass die Vereinbarung zwischen Brandt und Brezhnev auf der Krim eine im Grunde sensationelle Geschichte hatte. Ich bin mit Brandt und einem damals kleinen juristischen Mitarbeiter Mensch, wie hieß der? Der war dann Botschafter in Moskau. Nicht Teltschik. Meyer Landrut. Ja. Nach langen Diskussionen zu einer Formel gekommen. Die Formel hieß, zwischen Ost und West, also zwischen den beiden Bündnissystemen, die gegeneinander gerichtet waren, sollte es eine Verminderung der Rüstungen geben. Natürlich nur der konventionellen, denn an Atom haben wir nicht gerührt. An der atomaren Fähigkeit aller sonstigen Beteiligten haben wir nicht gerührt. Das heißt, ohne Nachteil für die Beteiligten. Das hieß MBFR, Mutual Balanced Forces Reduction. Das ist eine Formel geworden. Diese Formel hat eine Geschichte gehabt. Erstens, sie wurde zwischen dem Deutschen und dem sowjetischen Chef, Herrn Brezhnev, geschlossen. Eigentlich ein Unding.
Denn die beiden konnten ja eigentlich nicht über die beiden Bündnissysteme entscheiden. Aber das Vertrauen war groß genug, um dieses Wagnis insbesondere für den sowjetischen, also Herrn Brezhnev, zu riskieren, in der Überzeugung, dass das den Interessen aller Beteiligten entsprechen würde. Wir haben erlebt dann, dass nachdem Brezhnev abgetreten war, die Sache in den Händen der Abrüstungskonferenz in Wien eigentlich in administrative Kleinigkeiten abrutschten. Und zwar bis zu dem Augenblick, als Gorbatschow erster Mann im Kreml wurde, einen Namen, den wir damals noch gar nicht kannten, und der dafür gesorgt hat, im Zusammenwirken mit seinem amerikanischen Kollegen, das war Reagan, dass das umgesetzt wurde. Zu einer für alle Beteiligten erstaunlichen Entwicklung geführt hat, nämlich im Ergebnis dieser Konferenz wurde die größte Abrüstungskonferenz konventioneller Waffen in der Geschichte der Menschheit beschlossen. Das hat so fabelhaft funktioniert, weil es den Interessen aller Beteiligten entsprach, dass sie sich daran gehalten haben, auch nachdem es die Sowjetunion gar nicht mehr gab. Und nachdem eine Situation eingetreten war, in der die beiden entscheidenden Männer, die die Macht hatten, nämlich Reagan und Gorbatschow, etwas beschlossen haben, das über ihre Existenz hinaus funktionierte. Es waren die einzigen beiden, die die Macht hatten, über die Grundstruktur des zu vereinigenden Deutschland zu beschließen, ohne Maggie Thatcher, ohne Mitterrand, ohne Kohl und ohne den Mann in Ost-Berlin auch nur zu fragen oder zu informieren. Sie haben es beschlossen. Sie haben es beschlossen aufgrund einer Diskussion, die es zwischen ihnen gab, nämlich, dass der Amerikaner gesagt hat, ich sage euch zu, auf dem Boden der dann bald ehemaligen DDR werden keine fremden Truppen stationiert und keine Atomwaffen stationiert. Darauf sagte Gorbatschow, aber ihr dürft uns nicht auf den Pelz rücken. Und daraufhin hat Bush, der Ältere, geantwortet, es bleibt bei meiner Zusage in dem Augenblick, wir dehnen die NATO bis zur polnischen Westgrenze aus, aber es kommen keine fremden Truppen und keine Atomwaffen dort rein. Das ist so bis heute geschehen. Das heißt, wir haben de facto eine immer noch geteilte Sicherheitslage in dem vereinten Deutschland, aber es tut gar nicht weh. Das Zweite war, es ist deutlich geworden, dass alle entscheidenden sicherheitspolitischen Fragen in und für Europa
nicht ohne und nicht gegen die beiden Großmächte, also Washington und Moskau, entschieden werden können. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Das ist immer noch so. Dieses Verhältnis ist bestimmt durch den atomaren Schirm, den beide zwischen sich aufgespannt haben. Das heißt, es gibt diese einzigen beiden Mächte, die im Besitz strategischer Atomwaffen sind, nur diese beiden, den sie aufgespannt haben mit großem Verantwortungsbewusstsein. Das heißt, sie sind davon ausgegangen, alle Länder unter diesem Schirm sind unter dem Schutz oder unter der Bedrohung dieses atomaren Schirms. Auch daran hat sich bis heute überhaupt nichts verändert. Auch alles, was wir heute sehen, oder sagen wir mal noch vorher, beide Leute, die das geschlossen haben, also der ältere Bush und Gorbatschow, haben 1990, als sie das geschafft haben, nicht ahnen können, dass es ein Jahr später die Sowjetunion nicht mehr geben würde und dass es den Warschauer Pakt nicht mehr geben würde. Sie konnten es auch gar nicht ahnen. Sie konnten also auch keinen Vertrag für Völkerrechtssubjekte, die es so noch gar nicht gab, ein Jahr im Voraus beschließen. Daraus ist dann das Missverständnis oder die Überraschung, wie immer Sie es nennen wollen, geworden, dass man sich in Moskau übervorteilt gefühlt hat. Weil nämlich in dem Augenblick, in dem der Warschauer Pakt weg war, die Länder der ehemaligen Sowjetunion alle darauf gedrängt haben, schnell Mitglied der NATO zu werden. Weil Mitgliedschaft in der NATO versprach, erstens, es geht schnell. Zweitens, es kostet nicht so viel. Drittens, der entscheidende Faktor ist Sicherheit. Und Sicherheit kriegen wir nur im Verbund der NATO, also durch die amerikanische Sicherheitsgarantie, die darin lag. Das ist die Situation heute. Mit dem Ergebnis, dass viele Länder, an die man damals und ihre Selbstständigkeit überhaupt nicht denken konnte, Mitglieder der NATO geworden sind. Das ist eine Situation, die den Russen natürlich nicht gleichgültig sein kann, weil sie sagen, wir fühlen uns eigentlich eingekreist. Und dann kam Obama. Und Obama hatte nach seiner Wahl zum Präsidenten den Mut zu sagen, ich stelle die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik auf eine neue Grundlage. Die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik am Ende des Zweiten Weltkrieges war darauf gerichtet, Überlegenheit über die Sowjetunion zu gewinnen. Ich stelle sie auf die Grundlage der Zusammenarbeit, also die Kooperation. Das war ein
Schritt von einer solchen Tragweite, dass Obama dafür den Friedensnobelpreis bekam, nämlich als Ausdruck der Hoffnung, nun durch Kooperation eine lange Dauer des Friedens und der Zusammenarbeit zu gewinnen. Das hat auch im ersten Anlauf funktioniert, denn beide Länder haben die Reduktion der strategischen Atomwaffen um ein Drittel auf jeweils 1500 beschlossen, fast in Vergessenheit geraten. Die anderen offenen Baustellen konnten nicht in der verbleibenden Zeit gelöst werden. Aber es war so, dass Obama nach seiner Wiederwahl mit Putin vereinbart hat: Es gibt noch zwei Kleinigkeiten, die sind damals nicht betrachtet oder behandelt worden. Das eine sind amerikanische Pläne zur Raketenabwehr in Polen und das zweite sind 20 Atomwaffen in Deutschland. Das sind Kleinigkeiten, die werden wir jetzt korrigieren. Und in dem Augenblick, in dem er verabredet hatte, sich mit Putin zu diesem Zweck zu treffen, kam Edward Snowden mit seinen Enthüllungen, die nicht nur peinlich waren, weil man sie nicht dementieren konnte, sie stimmten einfach, aber Obama gelähmt haben. Er wollte nicht mit einer solchen Situation im Rücken sich mit Putin treffen und hat abgesagt das Treffen mit Putin und begrenzte amerikanische Luftschläge gegen Syrien angekündigt. Aus dieser Verlegenheit hat ihn Putin befreit, indem er gesagt hat: Also, es reicht ja, wenn du die angekündigten Luftschläge aufschiebst, Klammer auf, sind bis heute aufgeschoben, Klammer zu, und wir können uns treffen. Sie haben sich auch getroffen. Sie haben sich getroffen für etwas weniger als 20 Minuten. Es hat aber gereicht zu der Vereinbarung, es wird keinen Krieg zwischen uns geben. Und das ist die Situation, in der wir heute sind. Das erinnert ein bisschen an die Vereinbarung zwischen Kennedy und Khrushchev. Nämlich, die haben vereinbart seinerzeit, es wird keinen Krieg zwischen uns geben. Weder wegen Berlin, noch wegen Deutschland, noch wegen Europa. Das heißt, die haben eine Status Quo-Vereinbarung geschlossen, die hat gehalten, sogar über die Kuba-Krise hinweg gehalten. Und man kann nur hoffen, dass die jetzige Vereinbarung genauso lange hält. Weil schon damals, aber jetzt noch mehr, völlig klar ist, die beiden Großen brauchen ihre Zusammenarbeit für die Lösung größerer Fragen. Also, für Syrien ist keine Regelung oder gegen Russland denkbar. Für den Irak gilt das Gleiche. Für das Thema Iran gilt das Gleiche. Für den Abzug von Streitkräften aus Afghanistan gilt das Gleiche. Sogar für die Benutzung der Weltraumstation gilt, dass die Amerikaner nur mit russischer Hilfe dahin kommen können. Also sage ich, hoffentlich hält das genauso gut, aber man muss sehen, das hängt ein bisschen davon ab, dass jedenfalls Minsk II vom
funktioniert. Für den Fall, dass Minsk II funktioniert, was wir bis Ende dieses Jahres erwarten, ich sage erhoffen, dann könnte es interessant sein, zu überlegen, was wir denn auf dieser Grundlage für die weitere europäische, deutsche Politik gegenüber Russland uns vorstellen können oder anstreben. Es hat eine Distanzierung Amerikas von Europa gegeben. Die Distanzierung ist eingetreten, nachdem die neu gewählte Regierung in Washington einen hypertrophen Aufrüstungsplan gemacht hat, bis in Weltraum Rüstung, Raketenabwehr, kurz ein Programm, das wir seinerzeit in Bonn so beurteilt haben, das passiert nie. Gar nicht zu finanzieren. Glauben wir nicht. Ein paar Wochen, nachdem dieses Programm verkündet war, passierte der Anschlag auf die Türme. Und Amerika in seiner Hilflosigkeit und Wut, nicht zu wissen, gegen wen man eigentlich schlagen könnte, um sich zu wehren oder Repercussions zu machen oder so etwas. Ist das Programm praktisch ohne Diskussion verkündet worden und gemacht worden? Das heißt, wir haben eine riesige Aufrüstungswelle, die um die ganze Welt geschwappt ist. Jeder rüstete so viel auf, wie er finanzieren konnte. Und die Konsequenz war, dass die Bundesregierung damals unter Schröder, obwohl wir vorgewarnt worden waren, ich war vorher in Washington gewesen, dass die Amerikaner einen Krieg beschlossen hatten gegen den Irak. Aber unter dem Eindruck der Türme hat er uneingeschränkte Bündnistreue verkündet und musste erleben, dass der damalige Verteidigungsminister Rumsfeld gesagt hat, Dankeschön, nein. Wir machen das ganz anders. Wir werden zwischen dem alten und dem neuen Europa unterscheiden. Zwischen den Willigen und den Unwilligen. Das heißt, der ganze Charakter der NATO hat sich verändert von einem reinen Verteidigungsminister Bündnis zu einem, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, politischen Club. Jedenfalls war das Nein von Schröder dann zur Beteiligung am Irakkrieg zusammen mit Frankreich, zusammen mit Russland, zusammen mit dem Papst. Insofern interessant,
als es zeigte, Deutschland kann Nein sagen, ohne seine internationalen Verpflichtungen zu verletzen. Das hat natürlich zu Konsequenzen geführt, nämlich die Distanzierung Amerikas von Europa ist eine Entscheidung, die die Amerikaner geführt haben, können sie auch machen, wenn sie sie als in ihrem Interesse liegend betrachten. Aber es hat eine Weile gedauert, bis Europa eine Antwort gegeben hat. Die Antwort wurde gegeben durch die letzten Europawahlen. Bis dahin hatten wir ein Europa, das im Prinzip davon bestimmt war, dass die Special Relationship zwischen Großbritannien und Amerika dazu führte, dass Europa keine Entscheidung treffen konnte, wenn nicht England dazu Ja sagte. Das heißt, England hat praktisch dazu geführt, dass die Amerikaner sich darauf verlassen konnten, es gibt keine Entscheidung der EU, die gegen die amerikanischen Interessen geht. Bis hin zu dem Punkt, in dem sie in aller Form opting out gemacht haben, das heißt gesagt haben, in allen außen- und sicherheitspolitischen Fragen behalten wir uns unsere Souveränität vor, das heißt, es kann gar nichts passieren. So, nachdem dies so weit war, bedeutete es praktisch, dass die EU keine Entscheidung treffen konnte, entsprechend dem, was sie seit 40 Jahren beschlossen hat. Nämlich ein Pol in der interpolaren Welt, handlungsfähig, selbstständig zu werden. Ich erinnere unwillkürlich an meine ersten Verhandlungen mit Gromyko. 1970 im Februar, wo er zum ersten Mal eingeladen in der Residenz des deutschen Botschafters, während wir Kaffee tranken, gesagt hat, wann muss man damit rechnen, dass Europa mit einer Stimme spricht? Darauf habe ich ihm gesagt, Wiedervorlage in 20 Jahren, Herr Minister. So, meinen Sie das ehrlich? Ja. Das habe ich dann in Bonn dem Kanzler berichtet und der Brandt sagte, du bist ein Defätist. Der konnte sich gar nicht vorstellen, dass das so lange dauert. Der konnte sich gar nicht vorstellen, dass die deutsche Einheit schneller kommt als die Fähigkeit Europas mit einer Stimme zu sprechen. So, und jetzt sind 44 Jahre vergangen und nicht 20. Und ich kenne keinen Menschen, der die Voraussage wagt, wann Europa mit einer Stimme spricht. Mit anderen Worten, die Tatsache der Special Relationship der Engländer mit Amerika, solange die so bleibt, kann man auch die Europafeindlichkeit oder Gleichgültigkeit der Bevölkerung verstehen. Ich kann doch gar nicht mehr diesen ganzen Buchstabensalat mit den Banken und so weiter folgen oder verfolgen und verstehen schon gar nicht. Es interessiert mich auch nicht. Das heißt, die große Idee Europas, der interpolaren Handlungsfähigkeit, ist deklassiert worden zu einer
Verwaltungsvorstellung, die zu nichts führt. Also komme ich zu dem Ergebnis, wir müssen Großbritannien vor die Frage stellen. Entweder er gibt das auf, oder wir werden handeln, als ob es euer Veto gar nicht gibt. Wir sind ja auch nicht gebunden an euer Veto. Also wenn wir sowas beschließen, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber jedenfalls werden wir dann handeln. Das ist die Situation, die interessant sein wird, wenn die Engländer in 5 Wochen oder 6 Wochen Wahlen und je nachdem, wie die Wahlen ausgehen, sich entscheiden werden, ob sie dabei bleiben wollen oder nicht, oder ein Referendum machen, das dann zu einem Austritt führt, was schade wäre, denn im Prinzip bin ich immer der Meinung gewesen, England gehört zu Europa. Und dann müssen wir in der Tat sagen, Amerika bleibt unentbehrlich für Europa und Russland, unser Nachbar, bleibt unverrückbar, unser Nachbar. Und wir können uns nicht danach richten, wenn es Amerika das eine oder andere nicht gefällt, ja, dann werden wir trotzdem dem nächsten Nachbarn gegenüber eine Zusammenarbeit und die Entwicklung der Kooperation mit allem, was dazu gehört, machen müssen oder machen sollen.